Herzlich willkommen zu einer Folge von Max 15. 15 Minuten, maximal 15 Minuten mit Gott. In dieser Folge geht es um einen Scripture Song, um ein Bibelverslied. Dieses Lied besteht aus zwei Texten. Der eine Text ist Jesaja 64,7 und der zweite Text Galater 4, Vers 6. Ich lese die Texte. Zuerst Jesaja 64,7. Nun aber bist du, Herr, unser Vater, wir sind der Ton und du bist unser Töpfer, wir alle sind das Werk deiner Hände. Und jetzt Galater 4, Vers 6. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, aber Vater. Die Melodie dieses Liedes stammt von Robert Evans. Es ist aus der Frühzeit meiner Arbeit mit Bibelversliedern. Denn dort habe ich von Robert Evans die Melodie übernommen und habe den deutschen biblischen Text dazu gegeben. Diese Kombination von zwei Texten kommt immer wieder vor. Aber welche Absicht steckt hinter dieser Verbindung? Ich lese die Texte noch einmal. Nun aber bist du, Herr, unser Vater. Wir sind der Ton und du bist unser Töpfer. Wir alle sind das Werk deiner Hände. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, aber Vater. Zuerst einmal Jesaja 64,7. Der Zusammenhang, in dem dieser Text steht, beginnt im Kapitel 63, Vers 15. Und dort steht in meiner Schlachterübersetzung als Überschrift Israels Flehen um Gottes Eingreifen in der Bedrängnis. Das ist also der Kontext, der Zusammenhang, in dem dieser Text steht. Wir lesen in Vers 15 und Vers 16. Blicke vom Himmel hernieder und sieh herab von dem Ort, wo deine Heiligkeit und Ehre wohnt. Wo ist nun dein Eifer und deine Macht? Das Aufwallen deiner Liebe und deine Barmherzigkeit hält sich gegen mich zurück. Und doch bist du unser Vater, denn Abraham weiß nichts von uns, und Israel kennt uns nicht. Du aber, o Herr, bist unser Vater, und dein Name ist unser Erlöser von Ewigkeit her. Abraham wurde schon als Vater auch im Neuen Testament immer wieder genannt für das Volk. Aber hier sagt Jesaja, dass Abraham dieses Volk im Moment nicht kennt. Und auch Israel, also Jakob eigentlich, ist hier gemeint, kennt das Volk nicht. Aber Gott kennt das Volk. Und er ist auch der Erlöser von Ewigkeit her. In den Schwierigkeiten, in denen das Volk steckt, kann ihnen weder Abraham noch Israel helfen, sondern nur Gott. Was ist das eigentliche Problem? Die Sünde ist das Problem. Ich lese aus dem Kapitel 64, den Vers 4. Du kommst dem entgegen, der sich daran erfreut, Gerechtigkeit zu tun, denen, die auf deinen Wegen an dich gedenken. Doch siehe, du wurdest zornig, weil wir Sünde begingen und lange Zeit darin geblieben waren, aber möchte uns doch geholfen werden. Jesaja betont also den Grund für diese Probleme, er nennt die Sünde hier. Im Vers 5, wir sind ja allesamt geworden wie Unreine und all unsere Gerechtigkeit wie ein beflecktes Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter und unsere Sünden trugen uns fort wie der Wind. Also es geht darum, dass das Volk von Gott erwählt worden ist, dass es jetzt in einem sündigen Zustand ist, dass es sich abgewandt hat von Gott, dass Jesaja Gott anruft, er möge doch sein Volk wieder annehmen als Erlöser. Jetzt kommen die Verse 6 und 7. Und da war niemand, der deinen Namen anrief, der sich aufmachte, um dich zu ergreifen. Denn du hast dein Angesicht vor uns verborgen und uns dahingegeben in die Gewalt unserer Missetaten. Und jetzt kommt der Vers, um den es dann auch beim Lied geht. Nun aber bist du Herr, unser Vater. Wir sind der Ton und du bist unser Töpfer. Wir sind alle das Werk deiner Hände. Dieses Bild des Töpfers und des Tons weist auf die Schöpfung hin. Und Jesaja betrachtet eben Gott als Schöpfer seines Volkes.
Und im Vers 8 bittet er: Zürne nicht allzu sehr, o Herr, und gedenke nicht ewiglich an die Schuld, ziehe doch in Betracht, dass wir alle dein Volk sind. Also in diesem Text, in dem gesamten Zusammenhang, in dem dieser Text steht, geht es darum, dass das Volk erwählt worden ist von Gott, dass es von Gott abgefallen ist durch Sünde, und jetzt kommt die Bitte an Gott als des Volkes Schöpfer, dass er auch der Erlöser dieses Volkes sein soll, weil sie dann seine Söhne sind. Und jetzt gehen wir zu Galater 4, Vers 6. Im Galaterbrief geht es im Zusammenhang auch um Sünde und um Erlösung. Der Gesamtzusammenhang, in dem der Galatertext steht, ist bei mir überschrieben mit die Knechtschaft des Gesetzes und die Sohnschaft in Christus. Da heißt es, ich lese ab Kapitel 3, Vers 23 bis 26. Bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen auf den Glauben hin, der geoffenbart werden sollte. So ist also das Gesetz unser Lehrmeister geworden auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Lehrmeister, denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Auch hier geht es um Erlösung und um Sünde, und wir sehen aus diesen Texten, dass der Glaube die Voraussetzung ist für diese Sohnschaft. Es geht darum, dass durch den Glauben diese Erlösung angenommen wird. Die Sünde hat uns von Gott getrennt. Ich lese Vers 4 und 5 aus dem 4. Kapitel jetzt. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Dieser Loskauf geschah durch den Tod Jesu. Wir nennen das auch Erlösung. Und sie ist die Bedingung zur Sohnschaft. Und jetzt kommt der Text, der im Lied dann vorkommt. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft aber Vater. Und in Vers 7 heißt es dann noch, so bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn, wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Was bedeutet das für den Menschen? Beide Texte handeln von der Erlösung. Im Buch Jesaja wird Gott als Schöpfer gebeten, doch auch Erlöser zu sein. Im Galaterbrief sehen wir, dass durch Jesus die Erlösung vollzogen wurde und die Menschen deshalb Söhne Gottes sein können. Wenn sie die Erlösung annehmen und daran glauben, dann sind sie Söhne Gottes und dürfen zu Gott Vater sagen. Wie steht es mit dir? Welche Entscheidung wirst du da treffen? Und nun zum Lied. Das Lied ist in seiner ersten Version auch in der Folge 6 zu hören, aber heute in dieser Folge spiele ich das Lied sozusagen unplugged. Nun aber bist du Herr, unser Vater. Wir sind der Ton und du unser Töpfer. Und wir alle sind das Werk deiner Hände. Nun aber bist du Herr, unser Vater, wir sind der Ton und du unser Töpfer, und wir alle sind das Werk deiner Hände. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Der ruft aber, Vater, aber.
Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Der ruft Abba, Vater, Abba, Vater. Nun aber bist du Herr, unser Vater. Wir sind der Ton und du unser Töpfer. Das Werk deiner Hände. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Der ruft an.